Moin zusammen. Normalerweise mache ich ja die Filme abends, spät abends oder sehr, sehr früh am Morgen. Heute weiche ich davon ab. Es ist 9.26 Uhr. In diesem Film geht es um Bayer, weil da passiert gerade was und da muss man unbedingt mal ein bisschen hinschauen. Vor euch liegt der Bayer-Chart. Der ist seit dem, was ist das hier, 2.10.2017. Ich habe selten einen so perfekten Trendkanal gesehen, ja, mit oberen Berührungspunkten und exakten unteren Berührungspunkten. Also das ist eine ganz coole Geschichte hier. So, und die Bayern, jetzt gehe ich näher ran, die kämpfen sich da gerade frei. Mal so ein bisschen zurückschauend. Ich finde, Glyphosat wird momentan sehr ruhig. Da passiert nicht viel. Das ist natürlich immer noch im Spiel. Das hält viele, zum Beispiel US-amerikanische Anleger davon ab, die mal in die Fonds reinzupacken. Aber es wird immer ruhiger. Die Bayer hat eine Hauptversammlung am 29.04. Hat momentan, wenn ich es richtig gesehen habe, ein KGV von um die 8. Hat eine Dividendenrendite von ganz knapp 4%, heute hier jetzt auf diesem Kurs. Aber wenn die sich hier freischwimmen, wenn die da rausgehen und je nachdem, wie spitz der Bleistift ist, bei mir ist es momentan bei 54,27, dann haben wir lediglich hier so einen kleinen Widerstand bei 57,80. Aber dann ist das Ding frei bis hier oben. Und da sind wir ganz grob bei der 73. Also ich würde das gerne mit Argus-Augen bewachen. Das ist definitiv kein Short. Es kann sein, dass sie nochmal hier kurz mal reinspringen, so anteasern, kurz nochmal reinspringen, um dann hochzugehen. Das kann sein. Aber gerade jetzt in diesem politischen Umfeld ist es möglich. Aber ich finde, die sehen sowohl von der Technik her, als auch und insbesondere von diesem Chartverhalten hier, von dem Trendkanal und dem Bruch desgleichen, sehen die gut aus. Also das macht mir jetzt doch mal Hoffnung, dass dieses lange Tal der Tränen, ja, weil hier fing es nämlich irgendwo an mit Glyphosat, dass das jetzt mal durchschritten ist. Gefällt mir gut. Ich habe folgende Scheine mitgebracht. Zwei verschiedene. Der eine ist 49,31er, damit liegen wir noch unter der 200-Tage-Linie, unter dem unteren Band an dieser Unterstützung hier. 49,31. Das ist die GX73CT. Und dann habe ich einen, der liegt ein bisschen weiter weg bei 47. Das ist ungefähr hier. Da sind wir 47,15. Das ist die HB2HEF. Also ich habe den Eindruck, hier passiert was in Bayer, das Vertrauen wächst. Die haben auch ein neues Mittel, das kam, ich glaube, heute Morgen oder gestern Abend, ein Krebsmittel wegen Prostata, ja, jetzt zugelassen oder haben die klinischen Studien, haben das jetzt belegt. Also das sieht auch ganz gut aus, da wird es erheblich mehr Umsatz geben, die Sterberate daran sinkt. Also habt da mal ein Auge drauf, ich finde, das sieht ganz gut aus.